Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei einer Runde Dawn of Man. Wir spielen ein bisschen weiter in unser klein feines Städtchen. Oder Dörfchen. Gibt es hier Sound? Ja, Sound gibt es. Sehr gut. Unsere Mauer nimmt langsam Fahrt auf. So, die Hälfte vom Dorf haben wir schon mal umzäunt. Aber wir werden noch mehr Bäume brauchen, ne? Gut, hier hinten ist nicht mehr viel mit Bäumen. So, ist das Speed jetzt höher? Ja, der ist höher, ist auf zweifach, vierfach. Wir müssen noch ein paar Bäume hier direkt vor Ort wegknüppeln, damit es schneller geht. Nehmen wir nochmal die drei hier weg. Und es wird gerade Frühling. Wir haben eine Wildschweingruppe. Die hätte mal jagen können, theoretisch, aber ach, was soll's. Wir haben genug mit unserer Mauer zu tun. 5 Forschungspunkte, was können wir uns da leisten? Gar nichts, aber so wirklich gar nichts. Brunnengraben, ne? Das werden wir mal als nächstes holen. Da müssen wir nicht immer mehr ans Wasser. Gut, das ist jetzt nicht so weit. Das machen meine Hundis, denen geht's allen gut. Da ist ein Schäfchen von mir, okay, das wird bald geschlachtet. Habe ich denn schon Leinen? Habe ich schon Wolle? Lehm haben wir 11-mal, okay. Outfit. Ein neues Tier wurde geboren. Dreimal die Ziege. Und ein Meilenstein freigeschalten. Die Tierkontrolle. Es geht voran. Wir haben nur 7 Punkte. Schweine domestizieren. Oder doch jetzt hier den Megalithismus. Für Steinkreise. Wir machen erstmal den Brunnen. So, dann gucken wir mal, wie er aussieht. Wo ist der? Lager? Ne. Produktion. Mörser. Brunnen. Feuersteinmine, die haben wir ja schon. Ah, okay, so sieht der Brunnen aus. Den bauen wir mal hier hin. Ein Räuberangriff. Okay, wo ist der? Oh, diesmal von dort. So, Verteidigung. Ja. Alarm. Jeder kann sich bewaffnen. Denn da kommen die Räuber. Alle da. Okay, dann geht's los hier. Die holen wir uns jetzt. Auf geht's. Was mit euch hier? Hunde kann ich nicht steuern. Schade. Hauptsache die schlachten nicht meine Tiere nieder. Zack, der erste weggeknüppelt. So, stirbt jemand? Ne, ist Kinder gestorben. Sehr gut. Dann können wir hier den Alarm wieder ausmachen eigentlich. So, kein Alarm. Alles schick. Und weiter geht's, wird weiter gebaut. Letztens kamen sie von hier, baue ich extra hier ein Türmchen hin, jetzt kommen sie von der anderen Seite. Muss ich auch noch ein Türmchen hinbauen. So werden die wenigstens gelootet hier, lootet die Leute. Das ist euer Verdienst, ihr könnt ruhig looten. So, war hier irgendwo das Tarnienfeld nicht? Oh, ich habe eine Katze im Bild, hallo Mizi. Händler, was hast du Schönes? Schweine domestizieren, Leinen brauche ich nicht, Knochen habe ich noch 3-mal, Stroh habe ich noch 31-mal, das passt. Eine Ziege brauche ich auch nicht, habe ich genug. Tut mir leid, Händler, ich brauche gar nichts. Hier brauche ich Stroh und Holz, das ist okay. Ein neuer Mensch wurde geboren, sehr schön. Keine warme Kleidung, oh oh. Rohe heute getrocknet, heute, also können aber noch, wir haben genug. Hier, zack, zack, zack. Dann machen wir nochmal hier. Zack. Und schon müssen wir genug haben. Nochmal damit. Hier haben wir noch Leder, können wir nochmal davon 3-mal machen.
Ja, die Mauer, die braucht Massen an Holz, ey. Äxte haben wir genug, das haben wir genug. Was sagt die Mine? Die Mine sagt, die ist erschöpft. Okay, dann müssen wir eine neue Mine bauen, ne? Ne, haben wir schon eine Mine, hier passt's, okay. Hier haben wir noch Steine, hier sind Steine. Da ist die Mine erschöpft, wir brauchen mehr Feuerstein. Da haben wir noch Feuersteine, können wir sammeln. So, haben wir noch irgendwo Feuersteine? Ne. Was gibt's hier Schönes? Rehe oder Rentier? So, und der Brunnen ist fertig, sehr gut. So, die Bäume gehen weg. Hier haben wir ein bisschen mehr Platz. Mal der Baum kann noch weg. Der Baum kann noch weg. Der noch weg. Und der noch weg. Dass wir hier ein bisschen gucken können, wenn Gegner kommen. Machen wir jetzt hier rundherum ein paar Bäume weg. Zack. Oh, das sind alle. Und zack. Und dann müsste es eigentlich langsam vorangehen. So, haben wir jetzt schon mal wieder Wolle oder irgendwas? Habt ihr mal die Schäfchen abgeerntet? Wolle. Machen wir eigentlich kontinuierlich. Haben wir nicht. Rohe Häute haben wir immer noch einmal. Macht da mal die rohe Haut hin jetzt endlich. Haut. Hier Schäfchen, hier Schäfchen. Da Schäfchen. Hier Linsen, die kommen alle. Die kommen alle, ist okay. Mauer wird gebaut, das passt. Hier gehen die Bäume weg, da haben wir ein bisschen... Können wir weiter gucken sozusagen vom Türmchen aus. Die müssten eigentlich auch alle weg. Ja, wir warten mal jetzt noch. Jetzt kommen eigentlich genug Bäume weg. Der kommt weg, ne? Der ist schon fast weg. Mäh, Schäfchen, mäh, kleines Schäfchen. So, stört der Hund hier beim Bauen? Nö, ne? Das stört nicht. Aber wir sind gleich so weit, dass wir die Mauer weiterziehen müssen. Boah, hier hinten ist auch ganz schön. Der Baum kann noch weg. Da brauchen wir noch ein Tor. Wir noch so ein Tor hinsetzen. Und hier noch ein Stückchen Mauer. Das Mauerbauen ist noch nicht so intuitiv, finde ich. Wir warten mal noch, bis der weg ist, der Baum. Also Stöcke haben wir auf jeden Fall genug. Baumstämme sind auch jetzt noch etliche vorhanden. Und wir haben jetzt 500 Stöcke. Stücke gesammelt sozusagen durchs Bäume fällen. Zu dem Baum lassen wir in der Siedlung, den Baum lassen wir in der Siedlung. Das passt soweit. Hier haben wir noch ein bisschen Platz schon. Hier haben wir noch ein bisschen Platz. Hier hinten wird es halt ganz schön eng. Vielleicht nehmen wir noch den Nahrungsspeicher nehmen wir mit rein. Doch ja, die Stelle nicht. Aber wir haben hier einen Stall und dort einen Stall. So, jetzt können wir, wenn wir mal sehen würden. Das Mäuerchen hier fertig bauen. An der Seite fortsetzen bitte. Danke. So, Mauer. Und hier nochmal kein Tor. Och. Ey, wahnsinnig. So, ist das jetzt... Ist das jetzt fest? Ist das jetzt zusammen oder nicht? Muss da noch was hin? So, jetzt, ne? Ja, wir hätten doch hier gleich so eine Ecke noch rausmachen können. Hohoho, da sind sie froh, dass die Mauer fast steht. Hohoho. So, hier fehlt noch einmal Holz. Dann passt das hier soweit auch. Also können wir hier auch schon wieder weiter bauen, unsere Mauer. Und brauchen dann noch ein paar Wachtürmchen. Und theoretisch auch mal ein paar Bogenschützen oder sowas. Ach, alles echt nicht innovativ. Ja, da muss ich wieder okay drücken oder was? Och, das ist ja nervig.
Will dann weiterbauen. Zack. So, hat er jetzt überhaupt noch was hier dabei? Drei Bäumchen hat er noch. Kann man das versetzen? Tannin, hier oben haben wir Tannin. Zack. Fertig. Wie sieht's mit den Fischen aus? Habt ihr noch? Habt ihr noch? Na, okay. Doch, geht noch. Wobei nahrungstechnisch ist eigentlich alles okay. Kann ich mir noch was hinmachen? Strohschaubild. Oh, Stroh geht zurück. Stroh brauchen wir noch mehr. Aber eigentlich will ich hier das Speedbild haben. So. Haben wir jetzt endlich mal ein bisschen... Ja, hier macht jemand was. Hier gibt's Wolle. Sehe ich meine Wollbestände? Hier Wolle zweimal. Okay. Nur noch einmal. Dafür haben wir jetzt einmal Wollstoff, ne? Genau. So, Wolloutfit. Die machen wir kontinuierlich. Das passt schon. 12 Stück haben wir. Da kann der Winter kommen. Hier wird erstmal noch die Ziege melken. Da wird Druck vom Euter genommen, dass die Ziege schön weiterleben kann. Ein neues Tier wurde geboren. Ziege, dreimal. Wir haben zu viele Ziegen. Ich will nur 10 Ziegen. Ich will nicht wissen, wie viel ich jetzt schon habe. Ich gucke meine Uhransicht. Ja, hier kreucht's und fleucht's voller Ziegen. Und ihr macht hier noch Bäume weg. Okay. Na, nicht verwalten. Uhransicht. So. So, hier haben wir ein Türmchen. Und hier müsste vielleicht noch ein Türmchen hin. Ja, der macht schön Wolle. Wolloutfits ist immer gut. Brauche ich keine rohen Häute mehr. Rohe Häute habe ich noch zwei, also wurden nur zwei Tiere geschlachtet. Machen wir daraus wieder Leder. Oder getrocknete Häute. Leder ist ja wieder ein bisschen was anderes hier in diesem Spiel. Ui, da wurde wohl noch eine Ziege geschlachtet. Da kommen ja wieder was hinhängen. Wir hätten auch natürlich jetzt einen Dings machen können. Machen wir jetzt zweimal noch, dreimal noch Leder. Und hier noch zweimal so, dann passt das. Haha, ja. Hm. Hier wird schön gebetet. Brunnen ist da, Wasser ist vorhanden. Da müssen sie nicht mehr jetzt bis dahin watscheln. Ist jetzt auch nicht so weit gewesen, ne? Extra ein Tor gebaut. Und die Mauer, ja, die ist noch nicht ganz fertig, aber können sie weiterziehen, ist gut. Dann bauen wir sie weiter und zwar von hier nach hier hoch kann ich nicht, also bauen wir so. Ah, das sieht ja komisch aus da, naja, egal. Ja, meh, alles klar, meh, meh. Nach dort. Ja, Nahrungsspeicher muss auf jeden Fall mit rein. Nach dort. Ich hoffe mal, die Mauer ist dann jetzt hier verbunden. Hm. Hier wird es schwierig. So, dann warten wir erstmal auf die Mauer. Setze auf hohe Prioritäten. Ne, auf entfernen möchte ich das. Damit ich meine Mauer hier weiterbauen kann. Geht das? Das geht doch, das passt. Und gerne... Oh, das ist komisch gemacht. Ich sag's immer wieder. So. Ob das jetzt zu ist, keine Ahnung. Können wir noch mit den Feldern theoretisch noch ein Stück weit hier hoch. Das geht auch noch. Oder hier noch ein paar Felder hinmachen. Platz ist ja noch genug da. So, hier wird schön gemahlen. Schön Getreide. Gut, wir haben 60 mal Getreide, also das reicht ewig. Also die Nahrungsbestände. Da kann eigentlich nichts mehr passieren.
sieht's aus im Lager? Da geht's auch. Der Händler ist gekommen. Sehr gut, wir können mal gucken, was Schönes hat für uns. Der Wert von 200, das hat bestimmt hier nie. 280, das ist schon viel. 280, haben wir so viel zum Verkaufen? Nee. Absolut nicht. Kann ich leider nicht machen. Hab ich nicht genug. Spiel wird gespeichert, danke. So, hier wird noch schön geangelt. Mit seinem Wolloutfit. Haben wir für alle Wolloutfits? Na, noch nicht ganz für alle, aber... Wir brauchen bald keine Hautoutfits mehr, das ist schon mal gut. Sind die voll? Der ist noch nicht voll. Warum bringst du denn dann Stroh zu dir nach Hause? Ach, zum Reparieren vielleicht. Das kann sein. Ja, okay. Ich habe nichts gesagt. Bleib cool. Haben wir irgendwo Stroh? Ja, da. Weg damit. Hier, weg damit. Dass ich euch immer hinterher putzen muss, ey. Ja, macht mich wahnsinnig. Hier ist Platz für Stroh ohne Ende und ihr, nö. Nö, wir schleppen es nach Hause. Hm, da liegt es besser. So, wir haben die Siedlung fast umzäunt. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt uns treu und tschüss, euer Rob.